Verrückten und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Und ja, da heute die Zeit etwas knapp ist, spielen wir heute noch eine kleine Runde Try Jump. Und wie ihr schon hören könnt, ich habe ein neues Mikrofon parat, wie es auch schon im Titel steht. Und ja, ich bin ein bisschen gespannt auf eure Meinungen. Und zwar, ist das Rode Procaster? Ich weiß, es ist noch nicht komplett gut eingestellt. Ich muss noch ein bisschen was rumstellen, muss noch ein bisschen was rumprobieren. Aber erstmal so vom Klang her, finde ich, es hört sich schon viel besser an, als es, beziehungsweise ich finde, es hört sich einfach besser an, ob jetzt viel besser. Muss man selber sehen. Also das ist ja immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie man das empfindet. Aber ich finde, es hört sich halt einfach besser an. Der Hauptgrund, warum ich mir ein neues Mikrofon gekauft habe, ist zwar, ja, also ich muss das jetzt mal kurz ein bisschen erklären für die Leute, die vielleicht sich nicht so ganz mit Audiotechnik auskennen. Es ist so, beziehungsweise ja, für die Leute, die es vielleicht auch ein bisschen interessiert, was ich dazu zu sagen habe, warum es so ist, ob ich mich jetzt damit voll gut auskenne oder nicht, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist es so, ich habe mir das Procaster geholt, im Gegensatz zu dem Rode, weil ich habe ein sehr, sehr großes Zimmer, beziehungsweise ich sitze in einem sehr, sehr großen Raum, muss man einfach mal sagen. Und der Nachteil an dem Rode ist einfach, das Rode ist, sagen wir mal, eher für Gesang ausgelegt und eher für eine Tonkabine. Also zum Beispiel, es gibt ja, weiß ich nicht, wenn man halt singt oder sowas, wenn zum Beispiel neue CDs aufgenommen werden oder sowas von Musikern, das war jetzt übrigens gerade mega fail, warum habe ich das jetzt dreimal gefailt, hier weiß auch keiner so genau, dann brauchen die ja, oder dann wird das meistens in einer schalldichten Tonkabine aufgenommen, die halt ausgekleidet ist mit ganz viel von diesem, wie nennt man das denn, von diesem Dämmmaterial. Und Alter, was ist hier los? Und ja, bei meinem Mikrofon ist es halt so, dass es ein Podcaster-Mikrofon, also es ist optimiert für Sprache, das Rode ist eher für Gesang und für Instrumente, ist ein, warte mal, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen, wie war das nochmal? Mir fallen gerade die beiden Bezeichnungen nicht ein für das Rode und für das Podcaster, also da gibt es noch irgendwie, das eine ist dynamisch und das andere ist ein Kondensator, kann das sein? Ist das so rum? Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, ist es halt so, quasi, ich glaube, ich bin gerade falsch gesprungen, ich glaube, ich müsste hier. Mann, was tue ich denn hier, Leute? Heute ist echt der Wurm drin. Heute, den ganzen Tag schon, ist so ein bisschen der Wurm drin. Und es ist halt wirklich so, ich sitze jetzt ein Stück weiter weg von dem Mikrofon. Ich habe das Mikrofon jetzt ein Stück weiter weg und man hört eigentlich gar keinen Raumklang. Es ist halt so, was jetzt vielleicht nur ein bisschen stört, ist dieses Gepoppe. Man hört halt die P-Laute, denke ich mal, noch ein bisschen. Ich habe das Mikrofon jetzt ein bisschen anders gedreht, sodass ich nicht komplett direkt reinspreche. Aber das ist halt noch ein Problem. Dafür müsste ich vielleicht noch, da ist der interne Popschutz vielleicht ein bisschen zu schwach für, vielleicht noch einen Popschutz kaufen. Das ist aber auch nicht das Problem. Aber erstmal so vom ersten her, könnt ihr jetzt schon mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr findet, wie sich dieses Mikrofon anhört. Also ich finde, es hört sich ehrlich gar nicht mal so schlecht an. Ich bin echt begeistert. Ich wollte schon seit längerem mal ein richtiges Podcaster-Mikrofon. Ich habe zwischen mehreren Mikrofonen geschwankt. Es gibt ja in der Sektion auch wieder mehrere Mikrofone. Es gibt auch mehrere Mikrofone, zum Beispiel, keine Ahnung. Dann gibt es auch mehrere Marken. Es gibt auch noch zum Beispiel Electro Voice. Das ist zum Beispiel das, was Dena benutzt. Das ist ein Electro Voice-Mikrofon. Und ja, das ist halt, also es gibt da auch wieder verschiedene Marken und sowas. Also da muss man halt erstmal so ein bisschen gucken und mal einfach selber ausprobieren, was man da gerne haben möchte. Das Schöne ist natürlich, man kann ja auch bei den meisten Händlern, ich habe zum Beispiel um jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen, mein Mikrofon oder mein Audio-Equipment bestelle ich grundsätzlich bei Thomann meistens. Hupsala, der ist da schon einfach fertig. Na geil. Weil das halt einfach echt ein guter Handel ist, muss man einfach sagen, für, na toll, 1500, für quasi Audio-Equipment-Sachen. Und deswegen, da kann man wirklich, also da bestelle ich auch sehr oft mein Audio-Equipment, weil ich es einfach finde, dass es echt gut ist da. Und da kann man halt ausprobieren, würde ich es mal nennen. Also man kann halt quasi, man kauft sich einfach so ein bisschen, wie heißt es? Man kauft sich, okay, ich mach mal slash skip natürlich. Man kauft sich da ein Mikrofon und hat 30 Tage Geld-Zurück-Garantie.
quasi. Also man kann das, könnte es 30 Tage austesten, dann anrufen und dann sagen, ja, mir gefällt es nicht und schickt es quasi zurück. Das ist halt, was echt nice ist und deswegen, ich werde das Mikrofon jetzt austesten und wenn es mir halt dann wirklich am Ende nicht gefällt, dann schicke ich es zurück und dann gibt es vielleicht ein anderes Podcaster-Mikrofon, weil ich möchte einfach mal wieder ein bisschen frischen Wind hier in die Sache bringen und ich finde, dieses Mikrofon ist einfach echt wirklich gar nicht mal so schlecht und auch so von der Sache her, dass man wirklich den Raumklang nicht mehr so doll hört und sowas. Also das Rode wäre perfekt für so ein Studio, wenn ich zum Beispiel so ein eigenes Studio hätte, so wie zum Beispiel andere YouTuber, zum Beispiel Hardy, würde mir da jetzt gerade einfallen. Der hat ja so ein Studio, was wirklich ringsum mit diesen Polstermatten ausgekleistert ist und ein sehr kleiner Raum ist. Da würde das Rode zum Beispiel super gehen, weil die absorbieren quasi diese Rückkopplung vom Schall. Und deswegen, da würde das funktionieren. Aber hier bei mir im Zimmer ist es halt leider ein bisschen, wegen diesem großen Raum ist das halt ein bisschen kritisch, das Ganze. Und er gönnt sich hier gerade hart, also er gibt mir gerade harte Schellen. Einige werden sich jetzt wahrscheinlich wundern. Oh, oh, oh. Oh, oh. Is, get wrecked. Oh nein, was? Digga, was? Ich gönn mir jetzt einen Apfel, Alter. Das kann nicht sein, Leute. Heute ist der Wurm drin. Ich sag's ja nun. Ich sag's nochmal. Heute ist der Wurm komplett drin. Also der Wurm ist heute. Heute ist er drin. Heute und nicht wann anders ist er richtig drin. Alter, was? Die ficken mich hier richtig auseinander. Was ist denn los heute hier? Nein, oh Gott, der wird wahrscheinlich auch richtig viel Leben noch haben gerade, weil ich glaube, der hat gerade irgendwas reingepfiffen. Scheiße, Leute. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. Nein, was? Wir sind einfach schon raus. Ah, fuck. Ja gut, Leute, ich würde sagen, nachher gibt es noch eine Captive-Folge mit dem alten Mikrofon. Da könnt ihr natürlich auch mal ein bisschen vergleichen, wie es denn so, wie es einfach ist. Und ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Mikrofon findet. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis später zum zweiten Video. Macht's gut. Tschüss.